Einmal mehr brodelt es um den FC Luzern. Grund dafür ist Kritik vom Cheftrainer Markus Babbel unmittelbar nach dem Spiel letzten Samstag gegen den FC Thun. Kritik an seine Mannschaft und an die Führung des FCL. Eine Aussage, die Mannschaft sei mental totschlagen. Sogar so hohe Wellen, dass der FCL heute zu einer Medienkonferenz aufruft. Und unmittelbar nach der Medienkonferenz hat unser Sportchef Marc Lüscher zusammen mit dem Sportchef vom Radio Pilatus, Sami Deubelbeiss und dem Präsidenten vom FCL, Philipp Stutthalter, geredet. Und sie haben von ihm zuerst wissen, wie frustrierend die letzten Tage für den Philipp Stutthalter, Präsident vom FCL, gewesen sind. Also für mich ist sicher sind die drei Spiele ein bisschen schade gewesen. Es hat uns frustriert, nicht unbedingt das Resultat, sondern einfach wie die Mannschaft dort aufgetreten ist, wogegen ich muss sagen, gegen Basel eigentlich eine respektable Leistung. Für mich ist die Reaktion von Markus Babbel erstens abgesprochen, zweitens völlig korrekt gewesen, sportlich. Ist ein wichtiger Hinweis gewesen. Ich sehe, dass das Team intakt ist mit ihm zusammen und darum für mich ist eigentlich keine Krise. Wir arbeiten weiter, wir sind auf dem Weg. Aber es hat Anfeindungen aus der Öffentlichkeit auch gegeben, das schlägt ja keinen Geiss weg. Betrifft einem das, frustriert einem das? Es ist schade, sicher tut einem das weh, aber wir müssen hier Leistungen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind im Fußballgeschäft, das ist Leistungssport. Da ist halt Verlust und Erfolg, Niederlage und Erfolg ist sehr nah zusammen. Es sind ein paar Themen zusammengekommen. Ich glaube, das kann man auch rational nachvollziehen mit dem Abgang von Remo Gaugler. Wie stellen wir uns neu aufstellen? Wir arbeiten alle eigentlich am Limit, aber mit einem grossen Herzblut, mit einer Freude. Und darum glaube ich, wir werden zeigen, dass wir weiterkommen. Sami Deubelbeiss, wir haben jetzt über 50 Minuten Medienkonferenz gesehen. Wie war das Auftreten von Markus Babbel und Philipp Stutthalter? Das war eigentlich keine grosse Überraschung. Ich habe es so erwartet. Man hat ja sogar spekuliert, ob Markus Babbel nach diesen Aussagen entlassen wird. Ich meine, in der Privatwirtschaft, wenn man so über einen Arbeitgeber, so über seine Mitarbeiter redet, dann kann man natürlich auch diesen Schritt in Betracht ziehen. Aber für mich ist es eigentlich so rausgekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Also die Entlassung ist nie zur Debatte gestanden? Nein, ganz, also wirklich nicht. Also vor allem, weil wir das abgesprochen haben. Und es ist für mich unter Leistungssportler ist das wirklich ein Aufruhr. Vor allem von jemandem, der eine grosse Bindung an ein Team hat, wo sie zur Leistung bringen will. Und ich kann das nur unterstützen. Und ich hoffe, dass wir jetzt eine entsprechende Reaktion sehen. Das ist so. Aber wir werden jetzt die Saison fertig spielen. Wir wollen weiterkommen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben einige junge Leute dürfen in die Mannschaft rein tun. Wir sind erst gerade noch kürzlich sehr attraktiv gewesen, offenbar als Club. Das spielt alles zusammen. Wir haben einen neuen CEO, der sich orientieren muss. Geht Unruhe. Aber ich glaube, darum, mit der Vision haben wir ihnen eine Ausrichtung gegeben, wo man kann sagen, ja, jetzt gehen wir so weiter auf dem Weg. Die Aussagen von Markus Babbel, die können ein Zeichen sein an die Mannschaft, können aber auch ein Zeichen sein an die Führung, wo es ein Hilferuf eigentlich, um zu sagen, wir müssen mit stärkeren Spielern auftreten, nächste Saison, sonst wird es dann schwierig. Trotz dieser Vision hat man Markus Babbel bei der Aussprache, die wir gestern gemacht haben, müssen Zugeständnis machen, dass man da doch versucht zu investieren. Wir wollen das Budget einhalten. Und das weiss der Markus Babbel, er hat sich zu dem committed. Also wir müssen vor allem schauen, dass wir unsere eigenen Spieler, unseren eigenen Nachwuchs stabilisieren können mit unseren erfahrenen Spielern. Und da hat es eigentlich kein grosses Zugeständnis gegeben, weil das Verständnis von Markus Babbel und uns gegenüber und den Finanzen, das ist eigentlich schon vorher, schon am Anfang von dieser Saison vorhanden gewesen. Sami Deubelbeiss, in den letzten Tagen hat man das auch können lesen, ein Mangel an Qualität in der Führung, an Fußballwissen in der Führung. Wie hast du das erlebt? Ja, es ist natürlich von einem Medium sehr direkt und markant pointiert geschrieben worden. Aber es ist natürlich schon so, wenn man jetzt so die letzten Jahre anschaut, wir haben auch immer wieder Medienkonferenzen mit dem FC Luzern, nicht weil der FCL gegen Abstieg spielt, manchmal auch, das hat es auch gegeben, aber viel mehr, weil eben der CEO zum Präsidenten wird oder umgekehrt, man will nur noch etwas. Und da ist natürlich schon die Frage, Philipp Stutthalter, wann bringt man endlich mal, oder wie bringt man Ruhe in den Verein, braucht der Verein nicht eine starke Persönlichkeit, die wirklich eine Ahnung hat von Fußball, weil es hat doch sehr viele besetzte Ämter, die auch sportliche Entscheidungen fällen, die vor 3 Jahren noch nicht gewusst haben, wie lange ein Spiel geht. Das muss man ja ganz klar sagen. Das ist nicht despektierlich, sondern das muss man so sagen, oder? Ja, danke. Wir haben ja darüber geredet, wie unsere Grundhaltung ist. Wir sind dagegen, dass eine starke Person das führen will. Ich muss euch auch sagen, dass das ist ein grosser Betrieb, wo man wirklich Spezialisten haben muss. Wir hatten andere Beispiele in der Super League, die vielleicht auch das zeigten. Und das ist jetzt mal der Weg, den wir so eingeschlagen haben.
Ich sage nicht, wir wehren uns gegen den Sportverstand. Also das dürfen wir nicht so übersetzen. Wir sind der Meinung, wir haben ein Gremium, wo wir wirklich kompetente Leute hält. Die sollen isoliert die Entscheidung treffen, isoliert. Wir haben kurzfristige Anliegen von der Mannschaft, wir haben langfristige Anliegen vom Nachwuchs, wir haben finanzielle Rahmenbedingungen, die gestellt sind, und wir haben Visionsanliegen. Und das muss einfach stimmen. Ich glaube, eine Person würde uns eher gestützt auf kurzfristige oder subjektive Interessen wieder in eine Richtung ziehen, wo einfach die FCL nicht her soll. Und wir wollen so gut wie möglich das Defizit reduzieren, mit eigenen Spielern attraktiven Fußball spielen. Ob uns das gelingt, wir haben, glaube ich, einen ersten Schritt gemacht. Aber dass jetzt so zusammengekommen sind, es sind einige Wechsel gewesen. Neue CEO, neue Finanzchef, neue Stadionmanager. Also unterschätzt nicht den Druck, wo das der ganze Betrieb darunter leidet. Aber die Jungs hier innen haben Herzblut, die wollen weiterziehen. Aber es sind viele neue Gesichter rum. Und ich glaube, wir haben eigentlich unseren Weg nicht verloren. Aber es hat jetzt mal ein bisschen gerüttelt, da gebe ich recht. Und wir wünschen uns nichts mehr als einen zielgerichteten Weg als Super League-Club, attraktiv spielen, volles Stadion. Und ja, ich kann es auch nicht sagen, versprechen, dass wir das herbringen. Aber ich glaube, vor wenigen Tagen oder Wochen hast du gesagt, mal, sie sind eigentlich auf gutem Weg. Ich würde das Sportliche noch unterschreiben. Ja. Es geht mir um die Struktur von dem Club, oder? Ja. Der Bernhard Häusle hat mir mal in meinem Interview gesagt, für ihn war klar, als er den FC Basel übernommen hat, wollte er 100% von der Aktien von der Gigi Jüri. Er will niemanden, der ihm reinredet, ja. Weil sonst funktioniert das nicht. Mehrere Köche verderben den Brei. Und da hat es ja mehrere Investoren. Der hat vielleicht das, der hat vielleicht diesen, der hat vielleicht noch einen Spieler, den er gezahlt hat. Der muss doch aber spielen und der spielt er nicht. Das ist doch, das hat in Zukunft doch überhaupt keine Chance, so einmal Ruhe in den Verein hineinzubringen, was der Verein braucht. Ohne Ruhe haben wir auch keine Chance. Danke, ja, das ist richtig. Ich denke, du musst auch ein bisschen mehr von den Hintergründen von der Zeit, wo der Bernhard Häuser das übernommen hat. Wie war der Verein klar gewesen? Wie war er aufgestellt gewesen? Wer hat den Nachwuchs finanziert? Das sind alles so Rahmenbedingungen, die sehr gut sind, und ein Respekt vor dieser Leistung, vor dem ganzen Führungsteam FC Basel. Das ist unser Vorbild. Wir sind noch nicht dort, als FCL, muss ich dir sagen. Wir sind wirklich noch an Grundlagen erarbeiten. Heute bin ich froh, haben wir mehrere Investoren. Weil wenn uns einer aussteigt, und da geht es mir darum, der FCL muss weiterkommen, nicht ich, nicht der Marcel Kählin, aber wenn bei einem anderen Verein ein Investor aussteigt, ist fertig. Und das darf es nicht sein. Das darf es für Luzern nicht sein, für die Fans nicht sein, für euch nicht. Es muss weitergehen. Ich könnte dir kurz sagen, die 2 Millionen Runden von dem Defizit, das man immer noch hat. Was ist das Hauptproblem? Wo kommen die her? Wo das die alle zusammengesetzt sind? Ja. Eigentlich eine mangelnde Einnahmequelle, muss man sagen. Dann muss man ein Sportbudget im Griff haben. Und was natürlich bei uns auch markant ist, sind die Infrastruktur im Museum. Also der FCL hat eine sensationelle Ausgangslage. Die Infrastruktur, alles ist parat. Ich darf vielleicht auch schon sagen, dass wir von den Sicherheitskosten her unverhältnismäßig belastet sind. Von der Billettsteuer, und das sind alles Kosten, die wir wieder auf die Zuschauer überwälzen müssen. Also haben wir in der Konsequenz, obwohl wir eigentlich noch einen sehr einen guten Schnitt haben von den Zuschauern, aber wenn wir aus jedem Innerschweizer Kanton ein paar Leute mehr hätten, dann würde es schon wieder ganz anders aussehen hier. Es wäre attraktiver, es wäre wirklich das Epizentrum von der Innerschweiz. Und in diese Richtung wollen wir arbeiten, darum wollen wir uns ein Profil geben. Das sind eigentlich so ganz grob gesagt, nebst dem Nachwuchs, wo man kann sagen, ja, betriebswirtschaftlich ist der heikel, aber das ist unsere Zukunft. Und da haben wir auch die Zusage von den Investoren. Das ist ja ein Dienst der Gesellschaft. Für das sind wir ja auch da. Wir wollen ja der Leuchtturm sein und jungen Leuten die Zukunft geben. Wir haben jetzt gerade den Nachwuchs angesprochen. Samuel Oebelbeis, der Nachwuchs, den wollen wir in dieser Vision 2021 integrieren. Sehr gutes Vorhaben, jetzt der Haas und der Kriezio, aber zwei Eigengewächse, die sind auf dem Absprung im FC Luzern. Ja, integrieren, aber ich habe nie gelesen, dass sie neben einer ersten Mannschaft spielen müssen. Das habe ich dann schon in meinem ersten Gespräch gesagt. Das ist natürlich ganz elementar wichtig, oder? Integrieren heisst noch nicht, dass sie dann spielen. Das finde ich einen hervorragenden Ansatz und das ist absolut lobenswert. Das würde ich auch super so sehen, dass man wirklich auf jeder Achse erfahrene Spieler, gute Spieler hat, vielleicht auch Ausländer, die etwas kosten und den Rest mit eigenen auffüllen. Das ist ein absolutes Erfolgsmodell, aber man braucht Erfahrene. Und dann kommt aber der weitere Punkt, oder? Man kann sich dann schon mit dem FC Basel vergleichen. Man ist aber natürlich noch
nie nicht, wie der FC Basel ist. Weil wir müssen die jungen Spieler dann auch weiterbringen, oder? Ein Hector Ancriet jetzt gehen für 800'000, 1,5 Millionen, keine Ahnung. Das ist ja natürlich irgendwie auch noch nicht. Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich das könnte entscheiden oder vorschlagen, würde ich jetzt sagen, machen das zum Captain, geben dem einen schönen Vertrag, einen mehrjährigen Vertrag und dann in 2 Jahren können wir teuer verkaufen. Das wäre doch jetzt zum Beispiel etwas. Also wie du weißt, tue ich mich in der Regel nicht zu Spieler äußern und zum Fußball. Ich kann dir einfach ganz klar sagen, dass, wie du sagst, das ist ja unsere Idee, die Nachwuchsspieler einzubauen, zu halten, ein Profil zu geben. Wir müssen auch als FCL müssen wir ernst genommen werden als Arbeitgeber. Die Spieler müssen spüren, da habe ich eine Zukunft, da komme ich weiter. Und ich glaube, den ersten Teil haben wir geschafft. Und es ist ein Anliegen von uns, die Spieler weiterentwickeln, langstmöglichst halten, weil es bringt weder im Spieler viel, allzu früh den Club zu verlassen, noch natürlich im Club. Er muss mehr Persönlichkeit entwickeln, mehr Erfahrungen sammeln. Ich glaube, in Luzern kann man das. Wir haben eine super Ausgangslage und stimmen dir da zu, ohne jetzt auf einzelne Spieler Bezug zu nehmen. Aber ich kann mir jedenfalls zusammengefasst sagen, Haas und Kriziu haben gute Chancen, dass sie nächste Saison noch in Luzern spielen dürfen. Also wie gesagt, ich tue mich jetzt nicht zu den Spielern äußern. Sie passen voll ins Konzept hinein. Ja, mit dieser positiven Aussage von Philipp Stuthalter beenden wir den heutigen Fokus. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Fernsehabend und machen Sie es gut. Ade miteinander.